Die Blitztechnologie hat in den letzten 20, 30 Jahren, die ich selber mittlerweile überblicken darf oder muss, einen erheblichen Zugewinn gehabt. Wir haben heute so, dass man sagen kann, dass Diabetestechnologie eine der Säulen ist moderner Diabetestherapie. Praktisch kein Patient kann sich heute mehr eine Therapie vorstellen ohne diagnostische Maßnahmen wie Blutzuckermessung oder eben heute mit kontinuierlicher Glukosemonitoring, beziehungsweise mit der therapeutischen Seite Insulinpumpen, Insulinpens, moderne Smartpens oder in der Kombination, wo Pumpen und CGM-Systeme zusammen agieren, bei automatischer Insulinapplikation. Das sind Dinge, die bei Patienten mit Typ-1-Diabetes ja heutzutage mehr oder weniger Standard sind, je nach Blickwinkel, aber eben zunehmend auch bei Patienten mit Typ-2-Diabetes, wo natürlich der Einsatz von CGM eben auch in Zukunft vermutlich zum Teil von AID-Systemen noch neue Dinge sind, wo ich aber persönlich glaube, dass sie in Zukunft auch mehr Bedeutung bekommen werden. Und auf so einem Kongress wie hier kann man zum einen bei den Symposien, bei den Workshops, zum anderen aber natürlich auch in den Industrieausstellungen sehen, was die verschiedenen Hersteller da anbieten. Es wird hier zum Teil auch kritisch diskutiert, das finde ich sehr gut, aber es passiert insgesamt sehr viel in diesem Bereich. Die Anzahl der Diskussionen ist erheblich. Es geht um viele Aspekte. Lassen Sie mich vielleicht nur zwei, drei kurz ansprechen. Zum einen die Messgüte, mit welcher Genauigkeit messen zum Beispiel CGM-Systeme Glukose im Körper der Patienten. Wie ändern sich diese Vorgaben? Was brauchen wir da? Also da gibt es erheblichen Bedarf noch an auch Harmonisierung, denn die CGM-Systeme messen da nicht alle gleich gut. Andere Aspekte sind auch, was für eine Menge an Müll erzeugen wir dadurch, dass diese Systeme immer mehr verwendet werden. Wir haben aber auch Effekte wie Hitzewellen, Umwelt, Klimaveränderungen. Was für eine Bedeutung haben die für die Funktion, aber auch was wird durch deren Verwendung selber wiederum auch induziert. Zwei Themen. Der dritte Thema sind natürlich immer Kosten, ein Dauerbrenner. Wenn mehr Patienten diese für Sie sehr guten Geräte benutzen, aber die Kosten dadurch insgesamt auf ein erhebliches Niveau ansteigen, wie sehen die Kostenerstatter das? Was gibt es an Evidenz? Auch gerade wiederum bei dem Thema, was ich vorhin hatte, etwas Patienten mit Typ 1 und Typ 2 Diabetes, gerade bei Patienten mit Typ 2 Diabetes, die verschiedenen Therapieschemata oder Therapieformen, die die verwenden, ist das immer das Gleiche, was es da an Kostenerstattungsthemen gibt. Also es gibt eine Bandbreite an Themen, die diskutiert wird. Wie die genauen Prozentzahlen sind, weiß ich nicht. Wir, das ist jetzt Menschen wie Herr Kulzer und ich, die sich mit Zusammenarbeit mit anderen Leuten im DT-Report ja über Befragungen von Diabetologen, Beraterinnen und Patienten versuchen, Anhalte dafür zu bekommen, wie die Zahlen aussehen, haben gesehen, dass eben insbesondere bei Patienten mit Typ 1 Diabetes eine massive Zunahme da war, aber eben jetzt auch bei Patienten mit Typ 2 Diabetes. Wie viel Prozent der Patienten das sind, dazu gibt es nur Schätzungen, das ist schwierig zu sagen. Aber Patienten, die mit Insulin behandelt werden, teilweise auch recht intensiv, eben junge, relativ junge Patienten mit Typ-2-Diabetes, die im Berufsleben stehen, da werden es bestimmt 20-30%, die mittlerweile so etwas nutzen, wenn nicht mehr. Also die Intensität hängt auch sehr von der Therapieform ab. Wie gesagt, Zahlen werden die Hersteller vielleicht zum Teil besser oder mehr haben, als wir haben. Das ist das, was ich Ihnen aktuell sagen kann. Eine interessante neue Entwicklung, die jetzt schon angekündigt ist, ist nicht die kontinuierliche Glukosemessung, sondern die kontinuierliche Ketonkörpermessung, CKM. Das kontinuierliche Monitoring, wie es bei Glukose schon jetzt eine Reihe von Jahren kommt, wird dann erweitert um die Messung von Ketonkörpern, die auch bei bestimmten Therapieformen, SGLT2-Inhibitoren oder im Krankenhaus von der Bedeutung haben.
CKM, da gibt es die ersten Ankündigungen für Systeme, wird vermutlich in nächster Zeit kommen. Ein ganz anderer Aspekt ist die sogenannte virtuelle Diabetesklinik, wodurch Patienten im Alltag begleitet werden, aus einer Entlastung der diabetologischen Schwerpunktpraxen, aber auch der Hausärzte führen kann. Denn viele der Anforderungen werden durch solche Dinge, virtuelle Kliniken, recht gut abgehandelt werden können. Hier kommt auch eine Rolle den sogenannten Smart Pens oder Connected Pens zu, wo Informationen über die Insulintherapie, die reale, die die Patienten machen, in eine App auf dem Smartphone und oder in die Cloud gehen und diese Daten im Zusammenhang auch mit den CGM-Werten dann für die Betreuung der Patienten genutzt werden können. Das sind Aspekte, die ich im Moment sehe. Dazu kommen aber eine Reihe andere noch, aber vielleicht dann im nächsten Jahr. Oder lassen Sie mich ein klein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Bei der Diatec-Konferenz 2025, die Ende Januar wieder nächsten Jahres wieder in Berlin stattfinden wird, werden wir auf solche Themen, insbesondere auch im Einsatz beim Patienten mit Typ-2-Diabetes, noch sehr viel mehr im Detail eingehen.